My name's Charles R. Blaich, and 2001, I was the deputy chief in the New York City Fire Department, Brooklyn. I was responsible for 42 fire companies, operations, emergencies, and fires, and also administrating the personnel in this division. Working in the fire department, people operate as a team and depend on each other. In addition to that, there's a tremendous tradition that's handed down by members of the fire department. Many, many members have relatives going back, grandfathers, fathers, uncles that have worked in the fire department. Dienstag, der 11. September 2001, hat sich weltweit ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Was niemand für möglich hielt, an jenem Tag geschieht es. Terroristen entführen 4 Passagierjets und lenken sie wie Bomben auf Ziele, die ebenfalls voller Menschen sind. Um 7.59 Uhr hebt der Flug American Airlines 11 von Boston nach Los Angeles ab. 15 Minuten später kommt aus dem Cockpit keine Antwort mehr auf die immer drängenderen Fragen der Fluglotsen. Um 8.26 Uhr geht der Flug in eine 100-Grad-Linkskurve und nimmt Ziel auf New York City. Um 8.14 Uhr startet der Flug United Airlines 175, ebenfalls von Boston mit Ziel Los Angeles. Um 8.42 Uhr verlässt der Jet, wie American Airlines 11, offenbar in der Hand von Hijackern seine Route und bewegt sich Richtung New York. American Airlines Flug 77 von Washington nach Los Angeles, Start 8.20 Uhr, wendet um 8.56 Uhr und stürzt um 9.37 Uhr in die Westseite des Pentagon. Das Flugbenzin löst einen Großbrand aus. An Bord der Boeing 757 sterben 64 Menschen, 125 verlieren ihr Leben im Pentagon. Die 4. entführte Maschine, United Airlines 93 von Newark nach San Francisco, hebt um 8.42 Uhr ab. Um 9.36 Uhr nimmt die Boeing 757 Kurs auf Washington, D.C. Nach einem Kampf mit Passagieren zwingen die Entführer den Jet um 10.03 Uhr bei Shanksville, Pennsylvania zum Absturz. Alle 44 Menschen an Bord sterben. Wohin die Terroristen das Flugzeug steuern wollten, ins Weiße Haus, ins Kapitol, bleibt ungeklärt. Um 8.46 Uhr kracht die Boeing 767 der American Airlines mit 782 Stundenkilometern in den Nordturm des World Trade Center. Beim Aufprall zwischen dem 93. und 99. Stock werden die Tanks zerfetzt. Kerosin explodiert durch den Funkenflug der kollidierenden Stahlteile. Eine Feuerwalze rast durch die Etagen. Viele Menschen sterben sofort. Auch die 92 Personen an Bord sind tot. Um 9.03 Uhr rast Flug United Airlines 175 von Süden her in einer weiten Linkskurve in den Südturm des World Trade Center. Beim Einschlag befindet sich das Flugzeug in starker Schieflage. Den Führer müssen das Steuer im letzten Moment herumgerissen haben. Der Jet prallt mit 943 Stundenkilometern zwischen dem 77. und 85. Stock in den Wolkenkratzer. Die Twin Towers stehen in Flammen. Jetzt ist klar, dass es sich um einen gezielten Angriff handelt. Die Retter stehen vor unlösbaren Problemen. Alle Lifts sind ausgefallen. Um löschen und Menschen retten zu können, müssen sie 80 Stockwerke die Treppen hoch. Die Funkverbindungen sind lausig. Die Feuerwehrleute im Nordturm erfahren nicht, dass im Südturm eine zweite Maschine eingeschlagen ist. Durch die höhere Geschwindigkeit und den tiefer liegenden Einschlagspunkt richtet das zweite Flugzeug weit mehr Schaden an als das erste. Die strukturellen Zerstörungen sind verheerend. 56 Minuten nach dem Einschlag, um 9.59 Uhr, stürzt der Südturm ein. Der Nordturm fällt 102 Minuten nach dem Einschlag. I was home sleeping when my brother called to tell me that an airplane had struck the World Trade Center and that his wife was going to drive him to the ferry and he was going to pick me up.
We went down to the ferry terminal. We were put on a special boat that was taking firemen over to Manhattan. As we got abreast of mid-harbor, I guess, the first building came down. And as we were pulling up closer to the actual ferry terminal, the second tower came down. Um 10.28 Uhr gibt es die Twin Towers in New York nicht mehr. Mit ihnen kollabiert die bis dahin gültige Weltordnung. Bei 9/11 sterben 343 Feuerwehrleute, 60 Polizisten, 8 Rettungssanitäter, 148 Passagiere und 2214 Menschen, die dem Inferno nicht mehr entkommen. Die Twin Towers begraben das Marriott Hotel unter sich. WTC 7, ein weiteres Gebäude des Trade Centers, stürzt 8 Stunden später ein. We docked the ferry and we split up into two groups. I had initially probably about 25, 30 firemen with me. We arrived at a communications unit from the New York Fire Department, and I asked who was actually in charge, and they looked at me and said, "You are." Apparently they had lost all communications with anyone else. Realizing what had happened at this point, the last tower had gone down less than an hour before I got there. You expect all sorts of chaos and whatever, and it was just total and complete silence. There actually, you could hear birds singing because there are a lot of trees in Battery Park, a lot of birds around. Perfectly clear blue sky. And those were my initial impressions when we got there, just total silence. I made my way to Liberty and West Street and started to set up a command post there. We proceeded then to start organizing searches into the pile to try to find out if there's anyone we could quickly rescue. We also tried to determine how we could get some water going on some of the many fires that were burning on our side. None of the hydrants were working or they were buried. We actually established 4 working areas based on how far we could see, and that's how the whole area was managed. Yes, things have definitely moved forward tremendously since 9/11, to the better for the fire department. From 9/11 on, there was just a huge change in everything in the city of New York and in the department and everything that was affected by 9/11. In 2003 gewinnt Daniel Liebeskind den Wettbewerb zum Neubau des World Trade Center. Die Stellen, an denen die Twin Towers standen, sollen aus dem Neubau ausgespart, neben der Lücke eine Gedenkstätte errichtet werden. 5 Bürotürme sind geplant, jeder etwas höher als sein Nachbar. Das neue One World Trade Center wird mit 514 Metern das höchste Gebäude der USA sein. Seit 2006 wird auf Ground Zero gebaut. Die Dachhöhe wird voraussichtlich Ende 2011 erreicht. Die Turmspitze soll 2012 folgen. Im zweiten Halbjahr 2013 sind eine Eröffnungsfeier sowie der Abschluss aller Bauarbeiten geplant. It's good that we are doing something, that we didn't just leave a big hole in the ground. It was a little depressing that it took so long to do anything like this. Now at least something is going. It is necessary that we do build something there. It's not an area I spend much time with, and I don't go out of my way to go there. I think what a lot of us did on 9/11 was very worthwhile and important that we did that, and I don't really think I have to keep revisiting it to highlight what happened on that day and the ones that followed. It happened, it was done, we did the best we could, and now it's in someone else's hands.